Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Ayurveda-Gäste, ich grüße Sie ganz herzlich aus Bad Ems. Wenn wir zurückblicken auf das Jahr 2022, so war es kein leichtes Jahr. Es war mit vielen Herausforderungen bedingt durch die Corona-Pandemie nicht leicht, aber ich bin stolz darauf, dass wir es gut geschafft haben und möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen, liebe Gäste, und auch bei den Mitarbeitern bedanken, dass Sie so gut kooperiert haben. Wir sind ein bisschen stolz darauf, dass wir vom kritischen Hotel Wellnessführer Relax Guide ausgezeichnet wurden mit 2 Lilien zum 12. Mal in Folge und mit dem Lob, dass wir uns zur führenden Ayurveda-Einrichtung in Europa entwickelt haben. Ja, da wir das auch bleiben wollen und auch wollen, dass Sie sich hier richtig rundum wohlfühlen, haben wir in den letzten Jahren viele Verschönerungen vorgenommen, haben auch für 2023 vor, dass Sie sich hier immer wohler fühlen können. Nicht nur von den Behandlungen her, sondern auch vom Äußeren her. Und wir sind weiter dabei, unsere Therapeuten und Therapeutinnen regelmäßig zu schulen, sodass die hohe Qualität unserer Anwendung gewahrt bleibt und Sie sich rundherum wohlfühlen können. Ein ganz anderes Thema ist, dass unser Sohn Aurel Christ, der schon viele Jahre hier als Arzt arbeitet bei uns und von den Patienten sehr geschätzt wird, dass er den Master in Ayurveda-Medizin abgeschlossen hat, nicht nur mit 1, sondern auch mit Auszeichnung. Und was er untersucht hat, sind natürlich Sie, liebe Patienten. Er hat getestet, inwieweit die Panchakarma-Kur Übergewicht und Bluthochdruck zu senken vermag. Und wie Sie es sich wünschen können oder vorstellen können, ist das Ergebnis sehr positiv gewesen. Also auch in diesen Bereichen ist die Panchakarma-Kur ein gutes Heilmittel. Vielen Dank. Ich bin also nicht nur frisch gebackener Master in Ayurveda-Medizin, sondern, da kann ich den Ball zurückspielen, profitiere auch seit meiner Kindheit von diesem ayurvedischen Wissen. Denn ich habe die allerbesten Lehrer, die man sich vorstellen könnte und die man sich wünschen könnte. Und ich freue mich, mit Begeisterung dieses Wissen an Sie, liebe Gäste, weiterzugeben. Man lernt jeden Tag durch jeden neuen Mensch, der einem begegnet. Und was ganz besonders schön ist, dass auch Weihnachten und Silvester ein ganz hervorragender Zeitpunkt ist, eine Kur zu machen, was die letzten 30 Jahre bestätigt haben. Es ist also tatsächlich so, dass wir sehr gut besucht sind an diesen Feiertagen, dass wir natürlich geöffnet haben. Und wir haben immer ein ganz besonders schmuckvolles Menü, was wir aus der Küche zaubern, oft auch ein schönes Programm für Sie. Und wir freuen uns auch, Sie in diesem Jahr wieder aufs Neue zu begrüßen. Wir zusammen wünschen Ihnen nur das Allerbeste, die schönsten Kurerfolge, ein schönes, besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr 2023. Und wir wünschen Ihnen für das Jahr 2023 die allerbeste Gesundheit mit Ayurveda.